So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. Wir haben im letzten Part uns einen TT gekauft, ein TTS um genau zu sein. Muss man ja unterscheiden. Wir könnten jetzt halt hier Goodwood Festival machen oder wir könnten National B weitermachen mit dem 5-Minuten-Rennen. Das haben wir gesagt, da machen wir die drei Rennen heute auf Autumn Ring Mini. Mazda Eunos Roadster fährt mit VW Golf 4 GTI und der Renault Megane. Das dürfte ein bisschen arg leicht werden, habe ich so das blöde Gefühl. Ja gut, machen wir einfach auf Komfort weich wird's gesetzt. Ach, Schmarrn, kaufen wir uns halt noch, wenn Sport hat. Ist ja wieder so, dass wir da nur dieses oder jenes nehmen können. Finde ich ein wenig scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst auch mich ruhig auf Rennen weich fahren lassen, auf Sport weich fahren lassen, solange es nicht Rennen weich ist. Erstmal hier wieder Traction Control aus, Rückstopp aus, Fahrzeugeinstellungen. Reifen auf Sport hat. Und dann geht's ab hier. Autumn Ring Mini 5 Minutes. Schauen wir mal, ob wir die Gegner schön plitten werden. Boah, ja, 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 schau euch das geile Auto. Das ist Audi-Style. Schick mit Schaltwippen ausgerüstet. Hey, jetzt kann ich einfach reinfahren. Oh Gott, das ist ja der Kurs. Alter, das Auto fährt sich mal so brutal nice. Wenn ihr euch so das Geld habt, kauft es euch! Kauft es euch, meine Freunde! Solange ihr euch nicht verbremst. Boah, der hat endlich auch mal eine Beschleunigung, mit der man was anfangen kann. Ja, von 0 auf 100 braucht er 5,2 Sekunden mit S-Tronic. Sprich Doppelkupplungsgetriebe DKG. Ich fahr viel zu aggressiv, Leute. Ach, das macht so Spaß, das Auto. Ich müsste mich vielleicht ein wenig anstrengen, dass ich hier nicht ganz so erbärmlich durch die Kurven eier. Aber finde ich cool, dass es so zwischendurch mal so diese 5-Minuten-Rennen gibt. Ich finde, das macht das Ganze geiler. Da bist du nicht so baff, wenn du plötzlich hier, was weiß ich, 8 Stunden fahren musst. Schön, schön. Oh, sogar innen drin mit weißem Leder. Ich sollte aber zum Bremsen. Sieht man ja hier, ist schön weiß. Ja, links oben steht auch, wie lange noch fahren müssen. Kannst du halt ehrlich ausrechnen. Aber ist halt gut bei 8 Stunden, da verlierst du vielleicht doch mal den Überblick. Naja, obwohl steht eigentlich rechts oben, steht die Gesamtzeit ja immer dort. Ist jetzt was ganz anderes, plötzlich wieder einen Linkslenker zu fahren, wenn man die ganze Zeit davor Rechtslenker gefahren ist. Siebeneinhalb Sekunden Vorsprung. Jetzt stellt euch das mal mit Sportreifen vor, sportweich, ey. Wir würden ja abgehen hier wie. Ab wie Luzi geht's hier. Hier. Volle Möhre hier.
Nicht nee, zwei Seiten. Das sind halt echt Lastwechsel vom Feinsten in den Kurven. Und das geht auf die Dämpfer. Von halb Sekunden. Wirklich geniales Auto. Wirklich kein Fehlkauf gewesen, aber gut. Es ist ein Audi. Bei einem Audi macht sie nie was falsch. Mit dem Auto werden wir jetzt in der nächsten Zeit erstmal echt ordentlich Spaß haben. So, die letzten 30 Sekunden. Beziehungsweise die letzte Runde müsste es ja dann sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob das hier so ist. Wie gesagt, es dürfte ein bisschen langweilig werden. Habe ich ja wohl nicht ganz unrecht gehabt. Aber gut, 5 Minuten, das hast du halt immer gleich. Du bist halt gleich gefahren. Es ist nicht so, dass du hier dann wirklich lang fährst. 2 Runden mehr und wir hätten die überrundet. Geschafft! Wir hören Bayern 3 oder wie sieht's aus? Keine Ahnung. Schöne große MMI auf jeden Fall. 8.010 Dollar, 3 Sterne. Weiter geht's. Was ist die nächste Strecke? Ich hätte Bock auf Brands Hatch oder so, aber nicht wieder auf Silverstone. Ach, zu Cooper. Minuten Rennen 2. Ah, okay. Zu Cooper Circuit. Skyline GTS R GTO. Oh, 120D. Fahroptionen erstmal wieder hier alles. Okay, passt soweit. 7.910 bekommen wir hier nur. Also weniger als beim vorherigen. Das Auto ist doch geil, Leute, oder? Hey, du bist langsam. Cool, ey, Leute, ich bin jetzt so glücklich. Scheinbar völlig drüber. Au. Du kannst doch nicht mein Audi hochfahren und das auch noch mit einem BMW, weißt. Irgendwann ist auch mal gut. Tschüss. Oha, geile Sitze sogar. Echt Vollleder. Fein Knapper mit Nähten. Uiuiui. Habe ich gar nicht darauf geachtet, wie schnell der eigentlich gelaufen ist auf der. Ja, schau, Spoilers draußen, Leute. Bei 130 kommt er raus, bei 80 fährt er wieder ein. Kann ich euch ja dann zeigen. Auf der Geraden wieder ausfährt. Das ist ja schon draußen. So ist er eingefahren auf jeden Fall. Ich konnte es jetzt nicht länger, sonst hätte ich die Kurve wahrscheinlich verpasst. Aber jetzt halt hier können wir es machen. Ich lenke jetzt schon mal gerade ein. Ui, ein Spoiler. Sorry, ein Spoiler.
Okay, 160 packt er. Der ist sogar noch draußen. Ah, stimmt, wir sind auch mit 120 oder so um die Kurve. Ich würde es euch wirklich gerne zeigen. Da fahren wir jetzt mal kurz so. Dann seht ihr, dass er wieder ausfährt. Und hier wieder einfährt. Ist halt wirklich geil gemacht, dass das wirklich wie ein echtes an mit den gleichen Geschwindigkeiten und so. Ja, Spoiler brauchen ja nur Autos, die scheiß Aerodynamik. Oder dass sie nicht abheben. Bei dem ist es wohl wirklich wie eine scheiß Aerodynamik. Nun, da ist er draußen. Im Winter, wenn der zugeeist ist, darfst du feiern nicht mal wirklich, also darfst du nur 125 oder sowas fahren. Weil es einfach halt nicht gut ist. Wenn der jetzt vereist ist und er will ausfahren und du verlierst dann immer wegen hier Bodenhaftung sozusagen. Sprich, das Auto ist wegen so schwammig, meine Stimmung versagt gerade, sorry. Jetzt haben wir es oft genug gesehen, jetzt können wir wieder umschalten. Geben uns lieber das geile Interieur. Entschuldigt. Fuck, das tut mir leid. Ich weiß gerade nicht, was mit meiner Stimme abgeht. Nix Gescheites auf jeden Fall. 48 Sekunden noch. Zu die Runde und dann noch eine. Also ich möchte am Ende von Let's Play wirklich so viele Autos wie möglich haben. Jetzt möchte ich erstmal dann online freischalten. Bloß keine Ahnung, wann das soweit ist. Ach, das Spiel bietet noch so viele. Ich denke mal, das wird GTA von den Parts her definitiv noch übertrumpfen. Gehe ich zumindest mal stark davon aus. Kommt halt darauf an, wie lange ihr Bock habt. Ich meine, wenn ihr sagt, nach 50 Parts, das ist so lange, das ist immer das gleiche hier, bis der Mix was endet. Ne, dann würde ich auch sagen, nö. Ja, aber ich mach's gern so, wie ihr es wollt, aber... Solange das Spiel mir Spaß macht, werde ich es auch spielen. Selbst wenn jetzt halt hier nur noch einer zuschaut. Ein Unfall. Weil der wieder halt echt jeden Gang einfach nur voll brutal ausdreht, selbst wenn er anfährt. Das Auto ist so cool. Macht so Spaß. Sieht so gut aus. 3 Stars. Three Stars. So ist das. Hört sich gleich an fast wie Three Stars. Ich habe gute Laune, das merkt ihr heute. Passt so. Macht viel mehr Spaß. Will euch auch ein bisschen unterhalten, was immer relativ... 8070 kriegt man auf jeden Fall. Was bei so einem Rennspiel immer ein bisschen schwer ist. Aber wir fahren jetzt halt hier auf jeden Fall in Circuit de Roma. In der Süden auf Italien. Da ist es schön warm. Schöne italienische Damen. Auch wenn die Pappfiguren hier ein bisschen eher nur rumstehen, aber... Okay, Altezza, Vibe, Civic, Santis Coupé und Civic Type R. Also wir fahren hier mit Abstand das neueste Auto. Und das geilste. Jetzt werden wir auch noch länger sagen können, dass wir das geilste Auto fahren. Schaut es euch an. Dieser rote Blitz. Flash Gordon.
Weh, du machst jetzt hier innen dicht. Schau, das ist doch kein Gegner. Hätte ich das davor gewusst, hätten wir uns nicht das Auto gekauft. Doch, hätten wir es oder so. Klar. Nenn ich mal verbremst. Haben wir jetzt einen schönen Schmarrer hinten dran hängen, oder? Ja. Was mache ich? Versucht das Rennen schon wieder in der ersten Runde zu entscheiden. Das kann einfach nicht so gut gehen. In echt hört es sich viel besser an. Hört es sich von hinten besser an. Vorne hört es gar nicht. Müssen wir mal schauen, möchte mal schauen bei der Beschleunigung so aus dem dritten raus. Bei einem echter floppt der so richtig so. Man schießt so halt. Na, hier hört sich einfach nur uncool an. Ein echt ist ein geiler Sound. Ich finde, der hört sich zu langweilig an. Das mit den Motorsounds, das wollen sie ja noch nachbessern, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Wenn ihr dazu was genaueres wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare klatschen. Alles, was er denkt, alles, was er meint, alles nein. Pfeffert, haut in die Tasten, lasst das Zeug hält. Flashy, du Arsch, zum Beispiel, oder ich habe Hunger auf Döner, oder ich weiß auch nicht. Oh, boah, auf Döner hätte ich jetzt Bock, da gibt es uns in der Stadt so den genialen Döner. Uiuiui. Da hätte ich jetzt halt ordentlich Bock drauf. Das wäre jetzt halt natürlich fein. So Döner geht immer, finde ich. Selbst wenn der Hacke voll bist, den Döner kannst du immer reinziehen. Schon aufgefallen, ich habe noch nie eine Döner-Werbung im Fernsehen gesehen, weil jeder weiß, dass Döner einfach gut ist. Ich kenne jetzt keinen in meinem Freundeskreis, der sagt, Döner schmeckt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Spätestens wenn ich da einen hätte, der wäre danach nicht mehr mein Freund. Spaß beiseite. Aber habt ihr schon mal eine Döner-Werbung im Fernsehen gesehen? Ich glaube nicht, oder? Ich zumindest nicht. Weil ich weiß halt einfach, hier der Döner ist gut. Döner, da braucht man nicht werben. Oder ich kann natürlich auch uns hier früher bremsen. Kann natürlich auch sein, dass die Dönerläden einfach keine Kohle haben für einen Döner-Werbung. Dönerladen für Döner-Werbung. Genau. Und hier der neue Döner. Extra large mit extra viel Gammelfleisch. Da gab es bei uns auch mal einen anderen Kaff. Einen, der hatte immer, waren fast teilweise Fingernägel und sowas drin gefunden. Also da habe ich einmal einen gegessen. War immer zu gut eigentlich. Liebe Fingernägel. Spaß. Ne, aber ich hatte einmal gestern noch, war echt gut. Und dann hat mir Kumpel erzählt, seitdem nie wieder. Sowas gehe ich wieder doch. Auch in einem anderen Kaff hat mir ein Kumpel auch erzählt, da ist so eine Frau, eigentlich relativ heiß, hat auch einen Dönerladen. Und mit der konntest du immer hier wegen. Wie versteht? Machen. Und danach hat sie halt natürlich das Ejakulat des Mannes aufgefangen und in die Dönersoße gegeben. Naja, die hockt jetzt aber im Knast. Das ist natürlich richtig ekelhaft. Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich verderbe euch gerade voll den Bock auf Döner, habe ich so das Gefühl. Egal, ich weiß, wo es immer guten Döner gibt. Passt. Hey, so schnell gehen 5 Minuten rum, muss bloß wegen über Döner reden.
Döner macht schöner. Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Kost Döner, nix schöner. Because I'm a very English man speaking so good. Hier Ruder Matthäus-Style. Oh, ich rutsch. So, das ist die letzte Runde. Wir sind definitiv knapp Erster geworden mit nur 25 Sekunden Vorsprung. Ich würde mal sagen, easy, oder? Easy. Easy, Brand Easy. Sprach Schneezy. Jo. 3 Sterne. Das Auto ist zu einfach. Mit dem Auto ist zu einfach, das Auto ist zu gut. So könnte man es ausdrücken. Jetzt kriege ich schon wieder nichts. Mensch, Leute. Gut, als nächstes kommt der Sunday, das Sunday Kart Junior Rennen. Dafür haben wir das bekommen. GT Kleinwagenmeisterschaft. Klassische Sportwagen, japanische. Ja, hallo. Wir könnten natürlich auch Goodwood Festival of Speed weitermachen. Sind wieder 3 neue. Uiuiuiui. Das ist geil. SLS AMG GT3. Lotus Europa S2 oder der 507er. Nice Scheiße. Das machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Wenn ich es nicht vergesse. Ich gehe jetzt nämlich. Was haben wir? Garage neu. Achso, den TT. Wenn ihr auch mit dem Rocket fahren könnt. Ach, nix filtern. Nach Leistungspunkten. Mercedes, der Rocket, der TT. Wir haben schon mal die verschiedenen Farben eigentlich. So kackig, noch kackiger. Nee, das ist kacke, das ist cool. Schwarz, ja, okay, weiß. Anderes weiß. Orange, rot, blau, matt, schwarz. Also definitiv geil. So, unser schwerstes Auto, wo wir haben, ist der TT. Na, super. Das ist natürlich uncool. Bearbeiten. Wie kann, was ist ein Fahrzeugbild aktualisieren? Nichts ausgewählt. Naja, gut. Ich verabschiede mich von euch. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Macht's mir gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.